Und deswegen muss man unterscheiden zwischen der Hikma, der Weisheit hinter einem Urteil und der Ursache eines Urteils. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr das versteht. Das Kürzen der Gebete auch für den Reisenden. Was ist die Weisheit dahinter? Die Hikma. Um es dem Reisenden leicht zu machen. Richtig? Daher ist das auch gleichzeitig die Ursache dieses Urteils? Nein, die Ursache ist das, die Reise selbst. Warum der Unterschied? Die Ursache ist Auslöser des Urteils, nicht die Weisheit. Denn nehmen wir an, jemand geht auf eine Reise, wie es heute der Fall ist, meistens. Die Reise heutzutage bringt keine Erschwernis mit sich. Manchmal ist sie sogar gemütlicher, als zu Hause zu sitzen. Du wirst dort versorgt. Du hast einen gemütlichen Sitz, auf dem du sitzt. Sie ist überhaupt nicht anstrengend. An den heißen Tagen hast du eine Klima, an den kalten Tagen hast du eine Heizung. Und der Prophet sagte, As-safaru qita'atun min al-adab. Die Reise ist eine Pein. Das kann man aber heute nicht mehr zu den Reisen sagen. Sagen wir dann, wenn es eine Reise ist, die du durchgehst, die keinerlei Erschwernis mit sich bringt, dass du nicht mehr kürzen darfst, du darfst trotzdem kürzen. Weil die Erleichterung ist die Weisheit, nicht die Ursache des Urteils. Versteht ihr?